Maniacs vs. Genesis. Eine Überraschung. Nach den Holzerhörern kommt einfach mal Genesis. Sehr interessant. Aber gut. Und, ja, ist ein normales Stadion, glaube ich. Gut, dann gucken wir mal, wie es aussieht, sind die nicht gemixi-morphs. Also wenn ich das richtig sehe, haben die hier einfach nur ja, ihre normalen Sachen. Also sollten die ja keine Bedrohung sein. Dachte ich. Okay, sind die etwas stärker als gedacht. 500? Alles klar. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie gewinnen können. Es tut mir leid, kleines Mädchen. So, Nero, was hast du jetzt eigentlich alles für Techniken bekommen? Weil ich glaube, kaum Zeitgefüge und Netzdreieck gibt es ja gar nicht mehr. Also eine Dreiecksache und Raumzeitgefüge. Schwarzbogen. Oh, 1000 ist nicht schlecht. 1000 ist nicht schlecht. Also ich würde ihn, glaube ich, was ähnlich ist an diesem Raumzeitgefüge, wäre dann nicht Negation. Wie hießen die andere Attacke, die ähnlich aufgebaut ist mit den Zeitanhalten? Boah, das ist eine gute Frage mal wieder, ne? Naja. Okay, Feuertänzer. Ja, viele Techniken. Wäre witzig gewesen, wenn genau in dieser Tour haben sie ihre alten Technik von damals. Ist auch, wie heißt gleich hier, Sternkreuzer. Ist bisher alles neu, ne? So, gucken wir mal. Funktioniert das? Wunderbar. Wir gehen natürlich auf Sternwarte. Let's go. Ja, das ist gut. Da kommt nichts. Okay. Ja, der eine, der arme Nero. Also ich fand sogar damals, dass Genesis eigentlich nicht so ultra stark war in diesem Teil. Irgendwie war ja Dark Empress natürlich dementsprechend um einiges stärker. Das richtige Finale. Aber naja. Ansonsten hatte ich, glaube ich, in dem Teil habe ich, glaube ich, wieder auch eine Mannschaft gehabt. Irgendwas war da nochmal. Ich weiß leider nicht mehr was. Wo ich auch Probleme hatte. War das Argentinien? Oh, kommt er noch dran? Er kommt noch. Oh, schade, ist abseits. Schade. Ist ja abseits. Okay. Können wir noch was machen? Ja. Wir können tatsächlich noch Omni, finde ich, da einsetzen. Na. Dann let's go. Dann können wir ihn eigentlich austauschen. 1300. Schwarzbogen. Oh, fast. Also, fast 100 mehr. 109, um genau zu sein. Euer Pech. So, unmöglich. Nichts ist unmöglich. Das siehst du ja. Wir packen dich hinein. Ja, gucken wir mal. Wir könnten mal wieder die beiden reinpacken. Den hier. Weiß ich gar nicht. Wollte ich das? Na komm. Wir haben Wasserspeier, das ist auch okay. Solange kein Crit kommt, dann
Können wir eigentlich vieles halten. Ich muss mal nochmal gucken, ob jetzt langsam mal bei den anderen auch mal wieder Miximorph notwendig ist, weil ich wollte halt die alle auf 99 bringen. Weil die leveln tatsächlich während des Miximorphen nicht mit, also da werden die Sets ja auch nicht erhöht. Also falls das noch niemand wusste. Aber die sind quasi dann auf den Stand. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich mitskaliert, aber theoretisch sollte es nicht sein. Wenn man die jetzt auf Level 25 Miximorpht. Dann sollten die auch immer nur in den 25er Stats bleiben. Das habe ich noch nie wirklich richtig ausprobiert. Treffen wir? Yes, kein Update diesmal. So, ja, machen wir Magma-Bögen. Let's go. Let's go. Jo, und da haben wir auch schon die 5-0. Easy peasy hier. Ja gut, man merkt, wir sind auf jeden Fall gut dabei. Aber die machen auch relativ wenig, ne? Die setzen momentan sehr, sehr wenig Techniken ein. Also die Torhüter. Ja, was soll man dazu sagen, halt, ne? Kann man halt nichts machen. Blitzspurt gibt es aber noch. Blitzspurt gibt es aber noch. Photon Gedöns wäre auch cool gewesen wieder. Wäre aber auch nice gewesen. Keyburn. Ja, Baumblitzer, let's go. Baumblitzer. Ach komm, nehmen wir mal Plasma Ball. Sehen wir auch nicht mehr allzu oft. Okay. Was haben wir hier Schönes? Energienetz und ist direkt geblockt. Okay. Wir haben immer noch nicht die erste Halbzeit durch. Ich weiß gar nicht, welche Spiele von den noch anwerbbar ist. Xene glaube ich schon. Aber nicht mehr alle tatsächlich. Die sind zwar noch im Spiel hier, sind zwar noch im Spiel zu sehen, aber sind nicht anwerbbar. Das ist schon doof halt, ne? Das wäre aber auch krass, wenn man jetzt noch so aus auch so Teil 1 noch so Wild Junior High, Oxo Junior High und so weiter und so fort noch alle Spiele bekommen kann. Und dann aus den ganzen anderen Mannschaften. Also wäre Interfekt gar nicht verkehrt, finde ich. Weil da kann man wirklich seine Lieblingsspiele aus alten Zeiten nochmal wiederholen. Nur, glaube ich, nur die meisten sind die Captain, ne? Und die beliebtesten Spieler aus den Mannschaften. Wie Torres. Also in der Summe RN3 zum Beispiel wie Torres, Heil-Lil glaube ich auch. Und noch so Kleinigkeiten. Dann halt in Teil 2 halt die typischen Bellatrix ist immer gern gesehen gewesen. Xenia ist gern gesehen. Greenway. Also Janos. Dwarling weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber auf jeden Fall. Ja, okay. Aber was ist, wenn einer hier Hauser mag? Den kannst du nicht mehr spielen. Oder hier Ark. Die sieht cool aus. Ja, zum Beispiel die. Ich weiß gar nicht, ob die es dann gibt. Keine Ahnung. Oder hier Witz. Mit seinem geilen Photonstrahl. Mit seinem Kamehameha. Ah, ganz ehrlich. Wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Okay, das Einzige, was wir hier gerade sehen, ist Soen.
Den haben wir uns geschnappt. Ja. Da haben wir Blitzspur. Das hatten die auch früher gehabt. War das schon immer eine Feuerattacke? Kann ich leider nicht, gucken. So, oh. Oh nein, Xena greift an, aber der hat keine TP mehr. Deswegen können wir ruhig eigentlich auf Ankerangler gehen, aber ich gehe auf Sicherheit. Falls da doch nicht irgendwas kommen sollte. So. Let's go. Gut, dass wir ihn ausgebremst haben. Hyperschiene. Eigentlich hat er Blitzspurt. Horma hat eigentlich Blitzspurt. Okay, setzt er nicht ein. Aber ist okay. Was hat er dann? Oh, oh. Er könnte noch was machen. Wir könnten auch Doppelhelix oder sowas haben. Schallstraube. Ach du Jemmeje. Also. Wie wollen sie Charaktere schwächen? Ja, damit. Da hätte auch Ankerangler wahrscheinlich auch ausgereicht. Ja, man merkt, ne? Dass die ganzen Attacken schon fehlen. Oder die Signature-Attacken. Ja gut, Meteor-Klinge ist noch geblieben. Sternkreuz ist geblieben. Blitzspur ist geblieben. Haben wir irgendwas noch? Dimensionstor ist auch noch von der Alice Academy geblieben. Das war's eigentlich, ne? Ich wundere, dass er keinen Blitzspurt macht. War nicht er der? War das nicht seine Signature-Attacke? Bin mir nicht ganz sicher mehr. Aber ich meine ja. Na gut, dann kriegen wir noch ein. Machen wir noch ein Tor. Kriegen wir noch ein Tor. 7-0. Kein Problem für uns. Ich hoffe mal, dass die 99er Touren schon ein bisschen anders sind. Ich glaube nicht, dass wir da so leicht durchrushen. Wie die verknüpfte Tour sein wird, bin ich auch noch gespannt. Gibt es da viele Voraussetzungen? Ja, müssen wir mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Das wird ja die nächste Tour sein. Tatsächlich. Weil es weil die halt dementsprechend immer aufpassen. Alles noch quasi für mich gesehen vor der 99er ist. Rein theoretisch müsste man die ganz zum Schluss machen, weil die Voraussetzung, die zu bekommen, natürlich etwas schwieriger ist. Wegen zweiten DS und also wegen der Verbindung halt, ne? Geheimverbindung. Das kann nicht jeder. Deswegen ist es ein bisschen problematisch. Gut, aber wir haben sie besiegt mit 8-0. Ohne Probleme hier. Ohne Probleme. Easy peasy. Gewonnen. Let's go. So, was? Nein. Verbockt euch. Oder macht der unversparten Vulpins. Yes. Bekommen Schuhe und Meteorklinge. Sehr nice. Ja gut, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich wieder einen Daumen hoch und dann lassen. Wenn ihr nichts verpasst wollt, könnt ihr gerne abonnieren und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spielmatch wieder. Also, bis dann!